Ja, Sascha, schön bist du da. Mit dem Sascha verbindet uns eine langjährige freundschaftliche Verbindung. Wir haben schon vieles zusammen erlebt. Zum Beispiel kann ich gerade das Bild haben. Zum Beispiel da, wo wir auf dem Piz Cash sind. Schau mal die drei Männer an. Genau, aber wir sind zusammen Skifahren, Berge klimmen. Aber was uns mit der Frau verbunden hat, das ist wirklich zu erleben, wie Gott sein Reich bauen kann. Und geben wir ihm doch einen herzlichen Applaus. Sascha, schön bist du da bei uns. Ja. Danke vielmals. Freut uns mega. Die dich nicht kennen, tu dich doch uns ganz kurz vorstellen. Ja, vielleicht ganz einfach. Sascha Ernst. Ernst ist der Nachname, verheiratet, eine Frau, vier Kinder. 16, 15, 9 und 7. Ich arbeite seit 15, 16 Jahren für das AVC. AVC ist die Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Vorher Pastor im Engadin, unterdessen im tiefen Unterland. Genau, du merkst, jetzt das Tempo ist hoch. Beim Reden und so, aber wir sind voll da, wir sind voll wach. Nur wenig Zeit, da muss ich schnell reden. Ja, noch etwas Persönliches zu dir. Du arbeitest viel. Wenn du dich kannst so erholen, oder was ist so das, wo du sagst, wenn ich das und das machen kann, dann kann ich mich erholen? Also wenn ich 2 Stunden gehe, Skifahren, das ist für mich wie 1-2 Tage Ferien. Wow, also gut. Oder mit dir auf so einem Berg hoch, das ist noch besser. Also der Mick ist auch gekommen. Danke, Sascha. Sascha, wenn ich den Titel gelesen habe, Kill the Rabbit, ich musste lachen, denke, wow, ich liebe provokative Titel. Und Sascha, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Aber am besten, damit du jetzt genug Zeit hast, kannst du die Frage jetzt gerade uns beantworten und ich ziehe mich da zurück. Gell? Danke, Sascha. Danke, Küsse. Ja. Kill the Rabbit oder Tod dem Osterhasen. Ich habe gesagt, es muss wirklich so ein krasser Titel sein wie Kill the Rabbit, weil Ostern ist so eine krasse Geschichte. Es ist in der Geschichte der Menschheit, also weltgeschichtlich gesehen, ist Ostern das krasseste, das verrückteste, was überhaupt je auf dieser Welt passiert ist. Es ist nicht der Erste Weltkrieg, es ist nicht der Zweite Weltkrieg, es ist nicht die Französische Revolution, es ist nicht Alexander der Große, es ist nicht Alexander der Kleine, es ist wirklich Ostern. Es ist das, was Jesus gemacht hat. Wo er reingekommen ist in die Welt, wo er gestorben ist, wo er die Schuld der Menschheit auf sich geladen hat, wo er 3 Tage tot im Grab gelegen ist, wo die Verweckungskraft von Gott auf ihn gekommen ist und er nachher aus dem Grab rausgekommen ist als die Wahrheit. Und das ist für mich wichtig zu sagen, die Wahrheit, die kannst du eben nicht einsperren. Die Wahrheit macht frei, sagt die Bibel. Und darum hat Jesus müssen nach dem 3. Tag auferstehen und ausbrechen aus dem Gefängnis, aus dem Grab raus. Und etwas, was die Menschen immer wieder versucht, zurück ins Grab, zurück in die Gefangenschaft reinzuführen, schlussendlich zurück in den Tod reinzuführen, das sind Unwahrheiten. Das sind kleine Lügen, die mit der Zeit Raum nehmen und zu grösseren Lügen werden. Und schlussendlich mit Unwahrheit und Lüge ist es immer so, das führt zur Gefangenschaft, das führt ins alte Ägypten zurück, wie wir heute schon gebetet haben, und das führt schlussendlich in den Tod. Und darum der Titel vom heutigen Morgen, Kill the Rabbit. Das ist der Corpus Delicti, der da. Das ist der Hase, der hat wirklich alles, also in Europa oder weltumspannend, was Ostern angeht, so vieles durcheinander gebracht, so viel Unwahrheit hineingebracht, dass man muss sagen, das Teil am Schluss, ich freue mich schon, dass wenn sich denn ein Freiwilliger findet, auf dem rumzustampfen, dann bis Gott kommt führen, ich mache den da noch öffentlich, also eine richtige Freude, dem den Garaus zu geben. Angefangen hat das ganze Theater mit diesen Unwahrheiten 1682 mit einem Dr. Georg Frank, ich sage dem nur noch der Dr. Frankenstein, der hat aus einem netten Häsli hat er so einen Osterhase gemacht. Und mit der Zeit hat die Osterhase-Geschichte angefangen Raum nehmen. Und heute haben wir so Auswüchse auf dieser Welt, wo man Sachen macht, was Ostern sollte repräsentieren, die eigentlich nichts mit Ostern, nichts mit der Auferstehung von Jesus zu tun hat. So ist zum Beispiel in Ostermäntig gibt es in Polen gibt's Wasserschlachten. Aus irgendeinem Grund, da werfen wir einander in Brunnen und spritzen einander ab, wenn man sich irgendwo findet. In Bulgarien ist es so, dass nach der Ostermitternachtsmesse da werden Killen mit Ostereier beschmissen. Stell dir vor, Küsse nach der Predigt steht Gemeinde auf und beschmisst dich mit Eier. Einfach, weil sie überzeugt sind, dass es
wichtig ist, dass man das so macht. Oder man hat zum Beispiel das teuerste Osterei ist für 12,5 Millionen Franken verkauft worden. Das grösste Osterei ist in Portugal erstellt worden mit 14,57 Meter Größe, weil die Portugiesen, die häufig auch in Religion gefangen sind, versuchen, Ostern zu huldigen, indem sie etwas Schönes und etwas Grosses machen. Und so gibt es einfach so Geschichten oder so Unwahrheiten, wo man muss sagen, denen muss man den Garaus machen. In deutschsprachigen Europa, es isst man ja 330 Millionen Osterhasen über Ostern. Stell dir so etwas vor. Ich erinnere mich zurück, als ich Kind war, da sind wir mit unseren Eltern sind wir regelmäßig in Südtirol raus, weil in Mengadin hat es über Ostern meistens noch Schnee gehabt. Da sind wir ins warme Südtirol raus und wir sind dort rohe Ostereier werfen. Aus vollster Überzeugung raus. Und wir haben die einen Hang drauf geworfen und wenn sie dann ganz oben runtergerollt sind und nicht kaputt gegangen sind, dann ist das quasi für uns gewesen, wow, es hat etwas Gutes zu bedeuten, das gibt ein gutes Jahr. Mein Vater, der eigentlich der Einzige war, der das theologisch-religiös hat versucht, einigermaßen ernst zu nehmen, dem seine Ostereier, die er in die Luft geschossen hat, die sind meist oben runtergekommen und sind zerbrochen. Und er war der, gewesen, er hat sich zuerst enttäuscht und ist verrückt worden. Wir haben futsch gelacht ab dem, aber das ist so, wie ich aufgewachsen bin, so heidnisch, religiös, ohne wirklich etwas mit Hand und Fuß. Und das ist, dem gegenüber möchte ich eigentlich etwas vorlesen, was die Bibel wahrhaftig sagt über Ostern, und zwar nach der Kreuzigung. Und ihr wisst ja, Jesus ist ja durch etwa 9 so Leidenszeiten durchgegangen, vom Moment von Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat, wo beim Mensch, wenn der Stress zu schlimm wird, dann tun sich Kapillaren auf und dann vermischt sich Blut mit Schweiß und dann hat er Blut geschmitzt und dann ist er durch den ganzen Leidensweg durch. 6 Stunden am Kreuz von Golgatha, der schlimmste Tod, die schlimmste Folter durchgelitten. Ich glaube, darum auch, weil die Sünde so etwas von brutal ist, die Auswirkung von der Sünde ist etwas von dermassen schlimm und schreit zum Himmel, dass dem gegenüber hat man müssen einen Tod herstellen, wo das wie aufwiegt. Es hat müssen Blut fließen, so schlimm, dass das tönt. Und der Jesus, der ja das Opferlamm war, wir hat ja in Bethlehem hat man ja Opferlämmer gezüchtigt, wo man dann immer am Passafest hat man die geschlachtet in der Synagoge drin. Und Jesus ist ja das wahre Opferlamm, das in Bethlehem im Hausbrot Israels geboren ist. Und währenddem nimmt man an, im Passa, in Jerusalem, das Osterlamm, das Unbefleckte, geopfert worden ist außerhalb der Stadtmauern, ist eben der Jesus als der Sündenbock geopfert worden. Er war dort und hat das Schlimmste auf sich genommen, damit wir frei sein können. Und heutzutage sind wir an einem Punkt, wo die Kinder glauben, dass die Eier nicht von den Hühnern kommen, sondern vom Osterhass. Und darum muss man dem etwas entgegenheben. Und was ich entgegenheben möchte, ist die Wahrheit hier aus Matthäus Kapitel 27, ab Vers 45. Der Tod von Jesus, der so etwas Einschneidendes war in die Menschheitsgeschichte hinein. Da steht, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Hey, denn wenn die Sonne am höchsten steht, wird es plötzlich stockdunkel, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig und steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, haben ein paar andere Spötter gerufen, riefen die anderen, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Und jetzt wird es hochdramatisch, wo etwas vom Herz von Gott sagt, er kann ein dramatischer Gott sein. Vers 51. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Im Moment, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, Herr, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände, wo er gerufen hat, es ist vollbracht, hat der Vater gesagt, endlich es ist vollbracht, hat der Vorhang von oben bis unten verrissen und gesagt, endlich ist der Weg frei, damit Menschen wieder zurück in mein Vaterherz kommen können. Unmittelbar ist das passiert.
Und dann heißt, und dann fing die Erde an zu beben. Es gibt ein gewaltiges Erdbeben. Die Felsen spalteten sich und die Gräber, hören Sie, die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Stell dir mal den Schock vor. Das sind die, die verstorben sind, die man begraben hat, kommen plötzlich aus den Gräbern raus und laufen in Jerusalem umeinander. Was für ein Schock. Das ist Ostern. Das ist, wenn du Verstehungskraft dermaßen kraftvoll ist, dass es nicht nur Jesus nach 3 Tagen aus den Toten rausholt, sondern schon die, die dort begraben worden sind, jetzt aus den Gräbern rausgezogen. Das ist Osterkraft. Das ist Verstehungskraft. Das ist, wenn der Geist Gottes in Bewegung kommt. Der Hauptmann, Vers 54, der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Hey, der Mann ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Das sagt ein hartgesottener römischer Hauptmann, einer, der so eine Killermaschine war. Leute, die so viel getötet haben, dass ihr Gewissen gar nicht mehr sich bewegt hat, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Und so einer muss sagen, hey, der ist wahrhaftig Sohn Gottes. Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes, den er gekreuzigt hat. Ich habe vor 41 Jahren im Unterengadiner Dorfschule bin ich Ministrant gesehen am Ostersonntag in einem schönen weißen Gewand, in einer wunderbaren Föhnfrisur. Und ich bin vorne dran in der ersten Reihe geknüllt und bin eingeschlafen. Ich bin ja schon als Vierjähriger regelmäßig jeden Sonntag in Kille über 18 Jahre 1000 Tod gestorben vor Langeweile in dieser Kille drin. Und irgendwann in diesem Schlaf drin ruft der Priester am Ostersonntagmorgen, er ist auferstanden und er lebt. Und es ist gesehen wahrhaftig, als nimmt mich jemand bei den Ohren und schüttelt mich und ich schaue auf und ich sehe vor mir ein dicke, fette Kerz und dort steht drauf, er lebt. Mann, und ich höre, wie das nachhalt, wie ein Echo der Priester sagt, er lebt, er ist auferstanden, er lebt. Und dann schaue ich den Jesus auf dem Holzkreuz hinter dem Priester an und ich denke, Mann, er hat gesagt, er lebt, was, er lebt. Das ist ja krass, ich habe das noch nie gehört, er lebt wirklich. Und ich schaue den Jesus an und ich denke, wenn er lebt, dann muss er demnächst seine Finger bewegen. Und wenn ich so seine Finger beobachte und auf seine Finger fixiert bin, in dem Moment, wo ich schaue, passiert gerade überhaupt nichts. Und dann schaue ich auf seine Augen und dann denke, wenn er lebt, dann muss er mindestens blinzeln. Und ich habe hergeschaut und er hat auch nicht blinzelt. Ich bin nachher während Wochen und Monaten bin ich mehrfach pro Woche in die Kirche rein und ich bin vorne hergeknüllt wieder. Und wenn mir die Kniescheibe so richtig wehtun hat, habe ich gedacht, dann wird sich Gott erbarmen über mir. Und er wird zeigen, dass er lebt. Er wird seinen kleinen Finger dort bewegen. Er wird blinzeln, dem Kreuz. Und ich muss sagen, als 12-Jähriger hat mir etwas angefangen dämmern, wo ich nachher als 20-Jähriger, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, wirklich aufgegangen ist. Ich habe nachher nicht nur gesehen, dass Gott seinen Finger bewegt. Ich habe nachher dürfen sehen, dass Gott seinen Arm bewegt. Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunden. Ich kann heute da sein und sagen, ich darf nach 30 Jahren Christi, nach 20 Jahren Mission, habe ich dürfen sehen, wie Blinde sehen, Lahme gehen, wie Taube wieder hören, wie zu früh verstorben zurück ins Leben können, wie Lahme ihre Krücken unter den Arm nehmen und gehen einfach und allein, weil es ist vollbracht. Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt in alle Ewigkeit. Er ist unsichtbarer Gott, aber ist ein wahrhaftiger Gott und er lebt. Und jetzt denke ich, wow, ich mit 20 bin ich auf Knie gegangen, habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Das heißt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich habe erlebt, was die neue Geburt in mir anstellt. Ich habe erlebt, wie der Heilige Geist in mich hineinkommt. Ich habe erlebt, dass von Neuem geboren heisst, erfüllt werden mit dem Geist von Kraft, von der Liebe, von der Vollmacht, von der Autorität, von der Vergebung, von der Sanftmut, von der Demut, von allem, was der Mensch überhaupt braucht. Und trotzdem, dass ich das erlebt habe, habe ich müssen sagen, wenn ich so zurückschaue, bin ich mit meinem Christenleben immer wieder in Sachen drin gewesen, wo ich eigentlich schon in der Wahrheit gelaufen bin, aber so Unwahrheiten sich einschlichen haben. So habe ich müssen erleben, dass zum Beispiel immer wieder, wenn Schwierigkeiten passiert sind, dann ist so meine Tendenz gewesen, Jesus, Mann, der Berg, das, die Not, das ist zu gross, du musst irgendwie etwas machen, du musst eingreifen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, es steht in Johannes Kapitel 8, heisst,
Du bist das Licht der Welt. Und wer dir nachfolgt, ist nicht mehr im Finsteren. Und dann war meine Tendenz, bei jedem Problem, das ich kam, habe ich so in den Himmel aufgerufen. Ich glaube, viele Christen machen das. Sie rufen in den Himmel auf und sagen, Herr, wir haben ein Problem, wir haben eine Not. Mach doch etwas, mach irgendetwas. Es steht, Johannes 8, du bist das Licht von dieser Welt. Lass es ein bisschen scheinen, damit es ein bisschen hell wird dort unten. Und dann stelle ich mir das so praktisch vor, wie Jesus von oben runterbrüllt und sagt, mach doch selber. Matthäus 5,14 heißt nämlich, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht von der Welt. Aber wenn ich gehe, dann seid ihr das Licht von der Welt. Und er sagt, ihr seid nur das Licht, nicht nur das Licht, ihr seid sogar eine Stadt, die auf den Berg aufgepflanzt ist, ersichtlich und erkenntlich für jedermann. Und dann denke ich, boah, was für ein Zuspruch. Jesus schaut dich an und sagt, Markus, schaut dich an, Nate, oder wo auch immer ihr seid, sagt, ihr seid Städte, die auf den Berg aufgepflanzt worden sind von mir, dem lebendigen Gott, höchstpersönlich, damit erscheinend in die Welt aus, ersichtlich für jedermann. Und er hat nicht gesagt, du bist meine Glühbirne auf dem Berg da oben. Er hat nicht gesagt, du bist mein Röschocherzli auf dem Berg da oben. Er hat nicht gesagt, du bist mein Glühwürmli auf dem Berg da oben. Er hat gesagt, nein, du bist meine Lichtflutanlage. Du bist auf dem Berg da oben. Scheinst, soll scheinen, ersichtlich und erkenntlich für jedermann. Und ich möchte euch einen kleinen Clip zeigen. Zuerst ein Bild zeigen von einer befreundeten Kirche aus dem Südsudan. Die haben das mit Ostern begriffen und ergriffen. Sie wollten das Evangelium in ein Dorf rausbringen, wo Animismus herrscht, wo Menschen andere opfern, wo Menschen ausgesetzt werden. Und sie beten für das Dorf während 3 Monaten. Und wenn sie grüßt Licht bekommen, um dort Gott das Evangelium zu bringen, wird nicht einfach nur gebetet und dann überlassen wir Gott die Sache. Nein, dann bekommt ihr Glaube und ihr Gebet bekommt plötzlich Hand und Fuß und Maul und sie machen sich auf den Weg und sie fahren richtig Busch in das Dorf raus und blieben dann bei einem heftigen Regen während 13 Stunden im Schlamm stecken. Aber wenn die Osterkraft, wenn die Auferstehungskraft wahrhaftig auf uns gekommen ist, dann ziehen wir einfach nicht sofort den Schwanz ein. Dann wissen wir, wenn ich meinen Schritt vom Glauben mache, dann wird mein Gott handeln. Und nach 13 Stunden aus dem Schlamm rausbuddeln, kommen sie in das Dorf und sie machen eine Evangelisation und die Leute bekehren sich, 112 Menschen, und dann schaut, wie die Post abgeht, wenn dir dein Leben Jesus auch vertraut. Stell dir vor, das ICF Chur mit all seinen Leuten, die von Neuem geboren sind, deren ihre Namen im Buch vom Leben stehen, ihr sterben heute und dann geht es ab in die Herrlichkeit von Gott. Herrlichkeit für immer und ewig. Ich meine, du hast gar nichts mehr zu verlieren. Du hast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt auf der Welt. Du hast absolut 10-mal der Sechser im Lotto hast du gewonnen, indem du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Und du laufst um in Chur, wie die hier im Busch vom Südsudan tanzen. Stell dir vor, was für eine Stadt auf dem Berg du bist. Für die einen sagen, die werden sagen, die haben wirklich einen Vogel, die sind wirklich durchgedreht. Und andere würden sagen, wow, konzentriertes Leben, was die haben, das will ich auch. Du wirst definitiv zu jemandem, der auffällt in der Stadt. Und ich glaube, zwischendurch uns Christen im Westen, also ein bisschen mehr Freude, also ein bisschen mehr Leidenschaft, also ein bisschen mehr Kraft, wenn wir sagen können, hey, ich bin auferstanden mit meinem Jesus. Ich lebe in alle Ewigkeit. Was habe ich zu verlieren? Wenn ich gehe auf die Straße raus und werde erfahren, okay, was habe ich zu verlieren? Echt, wirklich? Ich meine, in die Länder, wo ich gegangen und wo ich reise, unter verfolgten Christen. Zwischendurch ist ein Land darunter, wo ich muss sagen, ich sage es meiner Frau und meinen Kindern nicht, aber zwischendurch weiss ich, es kann ein Land sein, wo ich nicht mehr zurückkomme. Aber zwischendurch muss man sagen, auch was soll's? Die Zeit auf dieser Welt ist dermaßen kurz und ist ein Augenblick im Vergleich zu der Ewigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir nochmal all in gehen, weil Jesus hat all in gegeben.
Und ob schon Jesus all in gegeben hat und gesagt hat, ich habe euch nicht mehr Liebe und mehr Güte von meiner Seite beweisen, als was ich schon getan habe, ist der Mensch, so wie Adam und Eva. Wir tragen im Kern von unserem Wesen immer noch etwas an Misstrauen um. Quasi so ein Osterhase, der irgendwo versteckt ist da drin. So eine falsche Geschichte. Der Adam und Eva, die haben im Paradies gelebt. Die haben alles gehabt, was es braucht. Und trotzdem hat irgendetwas in ihrem Herzen gesagt, ist Gott wahrhaftig bis zu der letzten Konsequenz gut? Naja, ich weiß nicht. Und weil sie nicht wirklich geglaubt haben, sie haben schon gewusst im Kopf, er ist gut, aber etwas in ihrem Herzen gesagt, der tut doch uns irgendetwas vorenthalten. Und sie gehen und sie essen von dieser verbotenen Frucht. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag ist von der Ursünde, von dem, was Adam und Eva in die Rebellion hineingetrieben hat, ist irgendetwas in unserem Herzen drin. Wir glauben schon in unserem Kopf, in unserer Theologie wissen wir schon, wenn wir miteinander reden, wissen wir schon, Gott ist gut. Aber wenn ich dich frage, bist du wirklich überzeugt in deinem Herzen, dass Gott in jeder Situation von deinem Leben gut ist? Wenn deine Ehe vielleicht nicht läuft, wie es sollte, wenn deine Kinder nicht mit Jesus sind, wenn Schwierigkeit am Arbeitsplatz ist, wenn deine Gesundheit nicht tut, wie sie sollte, glaubst du wirklich bis zu der letzten Konsequenz, dass dein Gott gut ist? Oder ist es nur etwas im Kopf? Glaubst du wirklich, Gott hat alles im Griff? Ich meine, es gibt grosse Koryphäen in der Bibel, die nicht wirklich geglaubt haben, dass Gott gut ist. So einer war Paulus. Paulus war ein Mähdrescher Gottes. Paulus war ein Turbo-Evangelist. Der Paulus war der Pflug in der Hand des Herrn. Und Gott hat gesehen, solange der Paulus nur zu 90% in der Wahrheit läuft, aber du hast nur 10% von Unwahrheit, die mir nicht ganz vertraut, dann kann meine Kraft in ihm und durch ihn nicht wahrhaftig ganz zur Vollendung kommen. Und dann nimmt Gott den Paulus in die Kindererziehung Gottes. Und dann steht im 2. Korinther Kapitel 1 ab Vers 8, eine schwierige Situation von Paulus. Und ab und zu lädt Gott schwierige Situationen in unserem Leben zu. Und dann heißt da, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah nur aus einem einzigen Grund, hat Gott die Schwierigkeit zulassen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn und auf ihn allein gesetzt. Und schon nochmal zwei Kapitel später, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, ab Vers 5, da sagt der gleichliche Paulus, der vorher gekadert hat, der nicht ganz dem Gott vertraut hat, sagt jetzt, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe auf dieser Welt nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung, unsere Möglichkeiten verdanken wir einzig und alleine Gott. Selbst so eine Koryphäe wie der Paulus hat müssen lernen, Gott ganz zu vertrauen. Er hat müssen den letzten Osterhase nehmen, auf dem Umstamm von der Kille, der Skalpieren, der Köpfe, bis er wirklich Gott ganz vertraut hat. Und das in einem Moment, wo er nicht gewusst hat, ob er den überlebt oder nicht, im Angesicht des Todes. Das sind da die schwierigen, wüsten Situationen, wo uns Gott ab und zu durchführt. Nicht, um uns wehtun, nicht, um uns zu zerstören, nein, um uns zu zeigen, er ist schlussendlich der, wo der Herr über Tod und Leben ist. Was Gott nicht sagt, passiert nicht. Was er zulässt, das geschieht. Es gibt eine andere so Koryphäe in der Bibel, das ist der Prophet Jona. Der hat nicht das Problem von Paulus, dass er Gott nicht ganz vertraut hat, in der letzten Konsequenz. Der musste durch eine andere hohe Kinderschule Gottes durchgehen. Das Problem von Jona war, dass er glaubt hat, Gott ist zu gut. Es ist die Geschichte über 800 Jahre vor Jesus, wo Jona gelebt hat, er war der Prophet vom Nordreich, von den 10 Stämmen vom Nordreich. Und wir wissen dass aus der Geschichte heraus, dass regelmässig sind Assyrer mit der Hauptstadt Ninive, heutig Mosul, sind auf das Nordreich Israels eingebrochen, sind dort eingedrungen, haben die Ernte zu der Erntezeit gestohlen, haben die Männer umgebracht, haben die Frauen vergewaltigt, haben Kinder verschleppt. Nebst den Römern sind wahrscheinlich die Assyrer so etwas vom Brutalsten.
und vom Schlimmsten gesehen, was die Welt in ihrer Dekadenz überhaupt jetzt zeigen kann. Ich möchte nicht auf Details eingehen, das ist definitiv zu brutal. Und nachher kommt ein Hinweis von Gott zu dem Jona und sagt, Jona, ich sehe alles, was passiert und ich möchte, dass du runtergehst in die Stadt Ninive runter und dort predigst, dass sie sollen umkehren, Buße tun, weil sonst wird mein Gericht über sie kommen. Ich meine es gut mit diesen Menschen. Und der arme Jona ist geschockt, weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass du mit solchen Mördern und Schlechtern und Vergewaltigern, dass du es gut meinst. Und ich soll noch runtergehen und denen predigen, dass sie umkehren und deinen Segen bekommen. Das kommt gar nicht in Frage. Und dann geht er, anstatt 800 Kilometer vom Nordreich Israels Richtung Ninive, geht er zur nächsten Hafenstadt auf Jaffa und segelt nach Tarsis 4000 Kilometer in die andere Richtung, eine spanische Hafenstadt. Und er sagt, währenddem ich am Segeln bin, wird der Herr denen in Ninive den Garaus machen. Und dann wissen wir, wie die Geschichte ist. Es kommt ein grosser Sturm auf. Die Seeleute haben Angst um ihr Leben. Sie fangen einfach zu ihren Göttern an zu rufen und so. Sie schmeißen alles über Bord, was an Gewicht hatte. Alle sind in einer Todesangst. Nur einer ist tief und fest am Schlafen im Bauch vom Schiff. Das war der Prophet Jona. Die einzige Angst, die er hatte, ist, dass, gut, dass Gott könnte zu gut sein und sich über denen in Ninive erbarmen. Das war seine einzige Angst. Nach einiger Zeit ist auf alle Fälle so, er kommt dann auf und sagt, das Ganze, was da passiert, das ist meine Schuld. Werfen mich über Bord. Sie werfen über Bord, er wird vom Fisch verschluckt. 3 Tage, wie Jesus im Grab drin, ist er im Bauch von dem Fisch drin. Und in dieser Abgeschiedenheit kommt er zur Erkenntnis von der Wahrheit. Und er erkennt, nein, der Fehler ist nicht bei Gott, der Fehler ist bei mir. Gott ist wahrhaftig gut. Er macht keinen Fehler, er ist nicht zu gut, er ist nicht zu schlecht. Er ist einfach gut. Und wo die Erkenntnis kommt, spuckt der Fisch aus. Er geht runter auf Ninive, er predigt, eine gewaltige Predigt. Es gibt eine gewaltige Erweckung. 120 bis 200'000 Menschen kommen zum Glauben an den lebendigen Gott. Und dann, nachdem die Erweckung passiert ist, dann hat der arme Prophet wieder einen Rückfall und er sagt in Jona Kapitel 4, Vers 1, sagt er, da kam große Unmut über Jona und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war, darum bin ich zuvor nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, ja ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reichen Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Und nun Herr, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Dem Jona hat auch der Osterhase umgebracht werden, wo in ihm geschlummert hat. Es ist wirklich etwas gewesen, wenn einer denkt, Gott ist zu wenig gut oder Gott ist zu gut, dann ist er einfach auf dem schiefen Weg unterwegs. Und er hat müssen erkennen, nein, Gott ist perfekt und er ist gut durch alle Böden durch. Und heute Morgen möchte ich dir einfach zusprechen, ob du im Livestream bist, ob du da bist. Gott ist gut, egal welche Situation in deinem Leben ist. Gott ist perfekt, er ist gut. Wenn er deine Gesundheit anschaut und es ist nicht in Ordnung, er ist gut. Wenn er deine Ehe anschaut, ist nicht in Ordnung, Gott ist gut. Wenn er deine Kinder anschaut, die nicht mit Jesus unterwegs sind, Gott ist gut. Wenn er deine Stelle anschaut, wo du daran verloren bist, Gott ist gut. Durch alle Böden durch ist Gott gut und er kann seine Güte nicht noch mehr beweisen, als was er schon bewiesen hat. Glaub einfach, dass Gott gut ist. Und wer glaubt, dass Gott gut ist, der hat auch Mut und Kraft, zum Schritten vom Glauben zu machen, weil Gott eben wahrhaftig gut ist. Eine weitere Lüge, so ein weiterer Osterhase, wo man unbedingt killen muss, das ist eine andere Lüge, wo man denkt und glaubt, Gott muss man überzeugen zu irgendetwas. Also ich muss so lange betteln vor ihm und winseln vor ihm und quasi überschnörren, bis er das Leid ist und sagt, ja gut, also jetzt nervt er mich dermaßen, nimm doch einfach und mach doch mit dem, was du willst. Jetzt hast du meine Gebetserhörung. Nein, so ist eben Gott nicht. Jesus hat gerufen am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? Das ist vollbracht, was in Epheser Kapitel 1, Vers 3 steht. Da heißt gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, er hat dir alle Segnungen gegeben, die du für dein Leben brauchst. Du musst nicht ein einziges Gebet verschwenden, um zu sagen, Gott, segne mich bitte. Er sagt, aber ich habe dich doch schon gesegnet. Jetzt fang im Glauben und im Vertrauen, in dem Segen und im Gehorsam an zu laufen.
Das heißt in Römer Kapitel 5, Vers 2, heißt in Christus Jesus, an dem Tag, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, weil du im Herzen glaubt hast, mit dem Munde bekennt hast, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er Gott ist, dass er Herr ist, von dem Tag, wo die neue Geburt stattgefunden hat, sagt Jesus, habe ich dich genommen aus dem Reich vor Finsternis, dich ins Reich vom Licht hineingestellt. Das Fundament, auf dem du stehst, ist Christus Jesus selber. Dann sagt er, das Fundament der Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst, sagt Gott. Das fällt uns ständig, jeden Tag zu. Und er sagt dann noch dort und haut noch eins oben drin und sagt, und wenn dir an Gnade fehlt, wenn dir an Gunst fehlt, in irgendeinem schwierigen Moment in deinem Leben, dann nimm im Glauben in deinem Herzen Gnade in Anspruch und Gott wird dir extra Gnade für dein Leben geben. Ist das nicht eine Zusage? Das ist doch gewaltig. Also ich finde das genial. Wenn es mal wirklich so schwierig wird, dann gibt es noch auf die Gnade noch einen extra fetten Gnadensegen obendrauf. Das ist Gott. Gut. Perfekt. Nicht zu gut, nicht zu wenig gut. Einfach perfekt. Einfach 1a. Leute, die das begriffen haben, als ich in der Bibel gelesen habe, die Geschichte aus Markus Kapitel 2, habe ich müssen sagen, was mich fasziniert an dieser Geschichte dort, ist, dass die Leute noch nicht begriffen haben, dass Jesus der Messias ist, der Retter ist, aber sie haben begriffen, der ist gut und er ist der Wundertäter. Und schon das hat sie bewegt, eine Not von einem anderen Mann zu dem Jesus zu bringen. Das ist die Geschichte von Kapernaum, wo Jesus zurück ist in der Stadt Kapernaum und er predigt in einem kleinen Häuschen drin. Und natürlich, wenn Jesus predigt, dann ist Erweckung, dann lauscht jeder zu, dann schweifst du nicht ab. Wenn ich predige, dann kannst du einschlafen, du kannst abschweifen, du kannst vom Stuhl gehen, spielt alles keine Rolle. Aber wenn Jesus predigt, oder, dann jedes einzelne lebendig vom Geist Gottes konzentrierte Wort, das willst du hören, das willst du aufschnappen. Und natürlich ist die Hütte voll gewesen und die Türen ist verschlossen gewesen und rund ums Häuschen herum hat es hunderte von Leuten gehabt, die versucht, etwas von diesen Worten vom Leben zu erhaschen. Und jetzt gibt es da eine Gruppe von Leuten, heisst es in Markus 2, und die haben einen Freund. Und der Freund ist lahm an seinen Beinen. Und wahrscheinlich haben sie schon seit Jahren zu Gott gebetet, dass der Freund geheilt wird. Und es passiert einfach nicht. Und jetzt hören sie, der Wundertäter ist zurück in Kapernaum. Und etwas in ihrem Herz, und Gott spricht ja meistens zu unserem Geist und schon zu unserem Kopf, sagt, etwas in ihrem Herz sagt ihnen, bring die Not zu den Füßen von Jesus. Und dort ist die Antwort auf alles, was der Mensch muss durchmachen und nicht in Ordnung ist oder außerhalb von Tornigkeit ist. Und dann bringen sie vier Freunde den auf den Barren und kommen zu dem Haus her und sagen, es ist alles verriegelt, du kommst gar nicht daran her. Die Masse deckt ihn quasi ab. Und dann ist es nicht so nett verlaufen, wie wir in der Bibel lesen, dass sie quasi einem auf die Schulter klopft und gesagt hat, Excuse, würden Sie bitte links gehen, würden Sie bitte ein bisschen rechts gehen, würden Sie bitte ein Rettungsgasse bilden für unseren Freund, wo lahm ist und dabei. Nein, das sind die Stärksten gekommen, haben mal die im Kragen gepackt, links und rechts auf die Seite gerissen, während die anderen mit Anlauf mit dem anderen auf der Bahre gekommen sind, mit dem Holzstecken von der Bahre dann in die Rippe gefahren sind. Dann hat es ein Geschimpfe gegeben, ein Gefluche gegeben, ein Gemordio gegeben. Aber endlich sind sie dort gewesen, wo sie wollten sein, an der Tür. Nur ist die Tür verschlossen. Was machen wir jetzt? Der andere sagt, okay, binden ihn fest, wir schleifen aufs Dach auf. Schleifen sie den aufs Dach auf. Auf dem Dach oben sagt der eine zum anderen wieder, ja und was jetzt? Dann sagt der andere, Dach abdecken, Haus zerstören, egal was, er muss einfach zu den Füßen von Jesus. Und jetzt stell du dir vor, du hast ein neues Häuschen. Es ist eine hohe Hypothek drauf. Jesus ist bei dir zuhause in der Stube. Es ist Erweckung. Du und noch 8 andere, insgesamt 10, Corona-konform. Und jetzt sagt der eine, egal was, wir müssen das Haus zerstören, weil viel wichtiger ist, dass wir zu den Füßen von Jesus kommen. Und dann nehmen sie ein paar Vorschläge, haben wir für und fangen einfach dieses neue Häuschen kaputt machen. Hey, das wäre so etwas von frech, das wäre so etwas von fehl am Platz, menschlich gesehen, aber genau das Richtige, was Jesus möchte. Er will, dass wir zu seinen Füßen kommen. Und dann lassen sie den eben zu den Füßen von Jesus. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, deine Krankheit ist geheilt und gang jetzt raus und sieh eine Stadt auf einem Berg, wo scheint in die Dunkelheit von dieser Welt hinein. Ich erzähle die Geschichte aus dem Grund, weil vor wenigen Monaten haben wir eine Situation in Syrien, wo zwei junge Teenager bei einer Sprengfalle schwer verletzt worden sind, wo sich der IS in Syrien zurückgezogen hat. Haben sie noch geschwind die Häuser versehen mit Sprengfallen. Wenn du reinkommst,
den Kühlschrank auftust, den Schrank auftust, dann gibt es eine Explosion, Menschen sind schon gestorben. Aber das Perverseste und das Perfideste am Ganzen ist, dass man angefangen hat, unter Kinderspielzeug hat man angefangen, Sprengfallen zu verstecken. Und jetzt kommen Kinder und recken rein, dann gibt es eine Explosion. Viele Kinder sind gestorben, viele sind schwerst verletzt worden. Und jetzt kommt so eine Situation, wo der Mahmoud 14 mit seinem Bruder Mohammed 12 sind am Spielen, recken in so einen Sprengfall, in so einen Booby-Trap rein. Es gibt eine Explosion. Dem ältesten Bub reißt beide Hände ab. Er blindet an beiden Augen. Der andere Bruder, der ist schwerst verletzt mit Splitter da. Verliert ein Auge, mit dem anderen sieht er nur noch wenig. Die Mutter hat 2 Jahre vorher ihren Mann durch den IS verloren. Sie ist völlig verzweifelt. 7 Kilometer außerhalb von Kobane, in der Stadt, wo wir eine Church haben. Und sie geht verzweifelt, geschockt, traumatisiert, läuft sie im Dörfli umeinander und ruft, wer kann mir helfen, wer kann mir helfen? Und die Antwort von den Muslimen im Dorf war, wenn jemand dir hilft, dann sind es Christen in der Stadt Kobane in der Kirche. Und sie macht sich am Sonntagabend um 6 Uhr auf den Weg die ganze Nacht durch IS-versuchtes Gebiet, kommt am Montagmorgen um 6 Uhr bei uns vor die Church, klopft an, erzählt die Geschichte, ihr kennt die Notlage, unsere Leute fahren mit der Ambulanz dort raus und merken, wenn wir die Buben jetzt sofort in eine Spezialklinik bringen, dann sterben die. Und sie, anstatt 3 Stunden mitten durch die Wüste durch, müssen sie einen Umweg machen von 12 Stunden. Während 12 Stunden machen sie genau das, was die 4 Freunde gemacht haben. Sie bringen die 2 Buben vor die Füße von Jesus. Sie ringen im Gebet. Nicht winseln, nicht bettelnd, aber mit Autorität und mit Vollmacht, weil sie gewusst haben, die 2 Buben bleiben nur am Leben, wenn Gott seine Hand drauf hat, wenn der auferstandene Christus, der, der eben nicht im Grab geblieben ist, wenn der eingreift. Und nach 10 Stunden passiert eben ein Eingriff von oben, weil die zwei Flip-Flop-Christen, die gerade 3 Jahre mit Jesus unterwegs sind, weil sie beten haben, nach 10 Stunden begegnet Jesus am Ältesten von diesen 2 Buben und er verwacht im Traum und sagt, Mami, mir ist der weise Mann begegnet. Und die Mami sagt, kennst du ihn? Wer ist es? Und er sagt, Mami, ich kenne ihn nicht, das ist keiner von da, es ist kein Araber. Und die Mami fragt in der Ambulanz, und was hat er etwas gesagt? Und er sagt, und er sagt der Älteste, der Mahmoud, sagt, Mami, er hat gesagt, wenn jemand dir das Augenlicht zurückgibt, dann bin ich das. Ich, Jesus, der Auferstandene. Wenn einer dir das Augenlicht zurückgeben kann, dann bin ich, Jesus, der Auferstandene. Wenn jemand deine Ehe in Ordnung bringen kann, deine Krankheit gesund machen kann, deine Kinder zu Jesus führen kann, dann ist es Jesus, der Auferstandene. Der gut ist in aller Situation vom Leben. Einfach gut, perfekt und gut. Und dann fahren sie 2 Stunden weiter, kommen in die Spezialklinik an. Und zufälligerweise, Management by Heaven, ist dort ein russischer Augenspezialist, der operiert die beiden Buben. Der Älteste sieht jetzt wieder 30% auf einem Auge, obwohl er beide erblindet hatte. Und der andere Bub sieht jetzt 60%. Das ist für mich so eine Ostergeschichte, wo aus einem Minus ein absolutes Plus entstanden ist. Wo die schwierigste Situation, die ein Mensch überhaupt durchgemacht hat, dazu geführt hat, dass sie Jesus, den verständigen Christus, kennengelernt haben. Ich möchte dir zum Schluss noch kurz den Clip zeigen, damit du mir wirklich auch glaubst, wie Jesus wie Ostern eingreift in das Leben der Menschen bis zum heutigen Tag. Voilà, wir sind am Schluss von der Osterpredigt angekommen. Kill the rabbit, tot dem Osterhasen in dir. Ich würde sagen, bevor wir noch das Gebet sprechen, wenn ein Freiwilliger möchte vorkommen und am Osterhasen der Garaus macht, quasi so symbolisch, dass wir alle Unwahrheiten, die sich eingeschlichen haben in unser Leben hinein, wenn wir die ausmerzen, wenn wir die über Bord werfen und die volle Wahrheit, dass Gott gut ist, durch alle Böden durch gut ist, einfach von ganzem Herzen dürfen wissen, glauben, in Anspruch nehmen.
bist du bitte der Freiwillige. Komm doch führen. Und ich freue mich auf den Moment, Jesus. Einfach, wie du das von Herzen, einfach leidenschaftlich von Herzen und mit Glauben. Halleluja. Und der Kopf rollt davon. Okay, Staubsauger brauchen wir auch noch. Danke, Jesus, dass du der Auferstandene bist. Du bist der lebendige Gott. Und wir danken dir, Herr, dass du, Jesus, als die Wahrheit auferstanden bist. Und du bist wahr bis in alle Ewigkeit. Und Heiliger Geist, hilf uns, dass wir alle Unwahrheiten, die sich eingeschlichen haben in unser Leben, dass wir die ausmerzen, dass wir dir der Wahrheit Raum geben, damit du, Heiliger Geist, noch effizienter, noch mächtiger und noch kraftvoller durch uns durchscheinen kannst, damit wir wahrhaftig zu dieser Stadt auf dem Berg werden, scheinend und erkennbar für jedermann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen.